Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man meiner Meinung nach am schnellsten momentan die Autos duplizieren kann. Ja, dafür braucht ihr auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Der Freund muss aber nicht viel machen, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Ebenso braucht ihr auf jeden Fall eine Basis. In der Basis das Auto, was ihr euch duplizieren wollt, im besten Fall halt ein Easy Classic, weil er im Verkauf bis zu 1,8 Millionen bringt. Ansonsten, wenn ihr kein Geld für ein Easy habt, dann müsst ihr einen LG Retro Custom verkaufen, denn der bringt im Verkauf dann um die 700.000 GTA-Dollar. Ja, ebenso braucht ihr dann halt noch LGs. So viele, wie ihr duplizieren wollt, knallt euch einfach die Basis mit LGs voll und irgendwelche Garagen, so viele Autos, wie ihr halt duplizieren wollt. Und ja, dann würde ich sagen, dann lasst uns direkt losstarten. So, begibt euch einfach zu dem LG, steigt einmal ein, fahrt aus der Basis raus. So, ihr müsst jetzt den LG einfach nur eurem Freund übergeben. Euer Freund steigt einfach in euer Auto ein und mehr muss er nicht machen. Er bleibt einfach nur die ganze Zeit in euer Auto sitzen. Wir begeben uns dann wieder in die Basis. Wir laufen jetzt einmal zu dem Easy, den wir uns duplizieren wollen. Jetzt gibt es einen ganz kleinen Timing-Part, und es ist aber nichts Schwieriges. Und zwar müsst ihr jetzt einfach einsteigen. Sobald ihr einsteigt, einfach Steuerkreuz nach rechts spammen. Sobald ihr dann im Menü drin seid, irgendwas ändern. Kurz die Bremsen ändern. Danach Fahrzeug wieder verlassen. Und wenn ihr da hinten hinschaut, werdet ihr sehen, dass wir schon die erste Kopie fertig haben. Ja, wir werden uns jetzt eben noch gerade die zweite Kopie machen. Dafür steigen wir wieder in den LG ein, fahren aus der Basis raus. Übergeben dem Fahrzeug dann wieder an unserem Freund. Er steigt dann wieder ins Fahrzeug ein. Wir begeben uns dann wieder in die Basis. Laufen dann wieder zu dem Easy, den wir duplizieren wollen. Einsteigen, Steuerkreuz nach rechts spammen, bis wir im Menü drin sind. Dann kurz die Bremsen ändern. Und Fahrzeug wieder verlassen und schon haben wir die zweite Coupé. Und ja, das könnt ihr jetzt permanent so durchgehend machen. Nur ihr braucht auf jeden Fall ein iFruit-Kennzeichen. Das ist ganz wichtig, habe ich auch ganz vergessen am Anfang zu sagen. Ihr braucht auf jeden Fall ein iFruit-Kennzeichen, ansonsten wären das alles schmutzige Kopien. Und ja, wenn ihr jetzt euch einen LG duplizieren wollt, der in einer anderen Garage steht aus der Basis, dann geht einfach aus der Basis raus. Ja, dort fordert euch dann einfach den LG an aus irgendeiner Garage und dann einfach nur den Freund einsteigen lassen und dann die gleichen Schritte wiederholen. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.